Hallo meine Lieben, ich bin gerade super begeistert, natürlich mal wieder von einem Buch. Ihr wisst ja mittlerweile, ich mache nur Videos zu Büchern, die ich toll finde. Für alles andere wäre mir meine Zeit zu schade. Und ja, ich habe gerade eben, so vor einer halben Stunde, ein Buch zu Ende gelesen. Und zwar ist das Das Tal. Und zwar ist es davon der erste Teil, Das Spiel. Ich muss mal ganz kurz vorab was sagen. Es ist keine Trilogie, sondern der Auftakt einer ganzen Serie, die jetzt demnächst erscheinen wird. Besser gesagt, also der erste Teil ist jetzt gerade erschienen. Und alle drei Monate kommt ein neuer Teil. Es ist nicht so, dass die Bücher in sich abgeschlossen sind, sondern es handelt sich wirklich um eine Serie, die fortlaufend ist. Ich weiß nicht genau, wie viele Teile es insgesamt geben wird. Ich weiß nur, dass die nächsten drei schon gelistet sind in den ganzen Buch-Online-Shops. Der zweite Teil erscheint im August 2010, also es ist gut, dass da wirklich nur drei Monate dazwischen liegen, heißt Die Katastrophe. Dann im November 2010 kommt Der Sturm und im Februar 2011 Die Prophezeiung. Geschrieben hat das alles die Christina Kuhn, die mir bis dato gänzlich unbekannt war. Ja, und zwar versuche ich jetzt mal wirklich zu erklären, worum es geht, ohne zu viel zu verraten. Und das fällt mir eigentlich sehr schwer, weil ich möchte euch am liebsten die ganze Story erzählen. Aber das geht ja nicht. Also, es geht in erster Linie um Julia und Robert. Ich weiß jetzt nicht, ob man die amerikanisch-englisch irgendwie ausspricht, weil diese ganze Geschichte spielt in Kanada, in den Mountains, in dem Grace College. Und zwar ist es so, dass Julia und Robert, ich weiß übrigens immer sehr irritierend, weil ich immer an Julia Roberts denken musste, wenn mal so Sätze kamen, wo die Namen so direkt hintereinander standen. Da war ich immer ein bisschen irritiert. Naja, auf jeden Fall, diese beiden sind Geschwister und die Geschichte beginnt so, dass die den ersten Tag in diesem College haben. Es ist sowas wie ein Internat, müsst ihr euch vorstellen, das heißt, die gehen da nicht nur zur Schule, sondern die leben da auch. So, und am Anfang dieses Buches hatte ich immer, habe ich mich so ein bisschen so in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt, obwohl die Thematik jetzt natürlich anders war, weil dieses Buch ist super spannend geschrieben, aber was ich damals gelesen habe, war natürlich Hani und Nani. Und das sind ja Zwillinge gewesen, die im Internat gelebt haben und immer wenn ich Hani und Nani gelesen habe, wollte ich selber auch ins Internat, weil die haben halt immer so tolle Abenteuer erlebt. Ja, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich lieber zu Hani und Nani gehen würde oder in das Tal, in dieses Grace College. Ich würde Hani und Nani bevorzugen, weil es passieren komische Dinge in diesem Internat, in diesem College. Ja, am Anfang werden erstmal so ein bisschen die Zimmer beschrieben, mit welchen Personen die beiden Kiddies jetzt da zusammen leben und sind natürlich alles verschiedene Charaktere und man lernt die erstmal nach und nach kennen, muss sich so ein bisschen an die ganzen Namen gewöhnen. So, und irgendwann bekommt Julia eine SMS auf ihr Handy mit einer Einladung zu einer Party in so einem Bootshaus. Und sie ist total erschrocken, weil sie ist gerade mal ein paar Stunden an diesem College und bekommt eine SMS, obwohl sie ihre Handynummer nie rausgegeben hat. Und sie macht dann etwas, was ich jetzt nicht verraten werde. Und irgendwann kommt halt dieser Zeitpunkt, wo diese Party am Bootshaus sein soll. Und die Jugendlichen begeben sich dann dorthin. Der Weg dahin ist sehr beschwerlich. Das spielt also alles dann an so einem See. Und es ist nicht so einfach, von diesem College zu diesem See zu kommen, aber natürlich schaffen sie es. Ja, und da ist jetzt eigentlich schon der Punkt, wo ich eigentlich schon aufhören muss zu erzählen, weil es passieren dann ganz komische Dinge. Und ein Mädchen wird plötzlich vermisst. Ja, kann ich jetzt auch noch nicht mal sagen, welches Mädchen, weil dann wüsstet ihr das ja schon. Das ist eigentlich schon in ganz, ganz, ganz groben natürlich nur die Handlung dieses Buches. Und es ist so, dass eigentlich von Anfang an immer Geheimnisse eingestreut werden. Der Leser weiß von Anfang an, mit Robert, also dem Bruder von Julia, stimmt irgendwas nicht. Der ist ein bisschen komisch. Also man meint ab und zu, der ist ein bisschen ballaballa, aber es wird wahrscheinlich irgendwas dahinter stecken, weil diese Geheimnisse immer mal wieder so in Nebensätzen irgendwie einfließen. Und ja, man überlegt halt die ganze Zeit, boah, was steckt dahinter? Und auch mit Julia stimmt irgendwas nicht. Die haben, es ist schwer, jetzt irgendwie, wie gesagt, nicht zu beraten. Also es muss mal irgendwann irgendwas passiert sein. Aus irgendeinem Grund müssen die ja auch da in die Schule gekommen sein. Und ja, so, ich habe mir mal eben ein paar Stichpunkte gemacht, weil ich wollte eigentlich ja so viel erzählen und wie gesagt, ich muss trotzdem aufpassen. Ach so, was ich witzig fand, genau, als Julia diese SMS bekommt, ist die unterzeichnet mit einem bestimmten Namen oder Wort oder Begriff. Und ich war natürlich auch neugierig und habe Google angeschmissen, bevor die Autorin das Ganze auch
getan hat. Ich war also schneller als sie sozusagen und habe mal gegoogelt. Und das Witzige war natürlich, dass ich genau das rausgefunden habe, was Christina Kuhn in dem Buch dann später auch rausgefunden hat und was mir überhaupt nicht weitergeholfen hat. Also ich bin da nicht hintergekommen, wer jetzt wirklich diese SMS geschrieben hat. Und ja, wie gesagt, das ist so die grobe Handlung. Und das Ende, das ist so, wow, das ist so gemein, weil... ja, bei anderen Büchern ist es ja normalerweise so, dass Geheimnisse gelüftet werden. Jetzt weiß man, okay, es ist eine Serie, es wird immer weitergehen und wahrscheinlich wird erst im allerletzten Buch alles gelüftet und alles wird logisch sein und alles wird aufgeklärt sein. Aber jetzt im Moment ist es so, dass ich denke, boah, gib mir die Telefonnummer von Christina Kuhn. Ich muss diese Frau anrufen und fragen, was ist dieses große Geheimnis, was hinter diesem Buch steckt oder in diesem Buch. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es stimmt, aber ihr könnt mir ja schreiben, wenn ihr den ersten Teil, ich halte es nochmal in die Kamera, wenn ihr den ersten Teil auch gelesen habt, könnt ihr mir mal sagen, weil ich habe das Gefühl, dass in diesem Buch, ja, quasi zwischen den Zeilen, aber eigentlich auch wiederum direkt auf den Zeilen, sowas wie ein Code, ja, zu finden ist. Ich habe dieses Gefühl. Es gab so ein paar Sachen, wo ich dachte, na, das ist jetzt irgendwie komisch. Das habe ich mir mal auf so einen Zettel aufgeschrieben. Und es kommt nicht wirklich was dabei raus. Noch nicht. Aber es ist ja auch nur der erste Teil. Aber ich habe das Gefühl, ja, wie gesagt, sollte es so sein, bin ich ganz stolz auf mich, dass ich das rausbekommen habe. Vielleicht spiele ich mir da auch nur was zurecht. Aber ich habe schon, ja, ich habe das Gefühl, da steckt irgendwie was hinter. Und deswegen wäre ich ganz neugierig. Es hat mit vier Buchstaben zu tun, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, und wie gesagt, wenn ihr das Buch gelesen habt, dann schreibt mir mal, ob ihr diese Vermutung auch habt. Und würde ich irgendwie sehr witzig finden, wenn dann alles zusammen später ein Wort ergibt oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Diese Vermutung habe ich auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Nochmal. Das Tal, der erste Teil, das Spiel, das im Hintergrund ist mein Telefon, was ja immer klingelt, irgendwie, wenn ich Videos mache, wenn ich vergesse, den Stecker rauszuziehen. Sehr empfehlenswert, ist ein Jugendbuch, aber natürlich auch wieder für Erwachsene und super spannend geschrieben. Echt. Es fängt so ein bisschen, wie gesagt, an, so wie Internatszeit und so, aber dann geht's, vor allem ab dieser Feier, geht's so richtig ins Eingemachte und es ist super spannend und verworren so ein bisschen. Und ja, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Also, Christina Kuhn, wenn Sie das hier sehen, rufen Sie mich doch einfach mal an. Ich gebe Ihnen dann irgendwie vorher Ihre Telefonnummer, meine Telefonnummer oder so. Rufen Sie mich an und sagen Sie mir das. Und nein, Quatsch. Ich werde natürlich die Bücher lesen und jetzt alle 3 Monate auf den nächsten Band hinfiebern. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung mit dem Tal. Sieht übrigens auch sehr schick aus, finde ich. Ich glaube, bei den anderen Büchern ist dann das, was jetzt hier pink ist, immer so in anderen Farben. Und sieht bestimmt auch klasse aus, wenn das dann alles so nebeneinander im Bücherregal steht. Finde ich schon sehr schön gemacht. Ja, viel Spaß, gute Unterhaltung und viel Lesevergnügen und Spannung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.